Moin! Herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch 4 Map ohne Gräben Version 1.8. Letzte Folge für dieses Wochenende. Sonntagnachmittag-Folge. Ja, wir sind immer noch fleißig dabei, hier Milch zu verteilen. Unsere Felder wachsen vor sich hin und warten darauf, geerntet zu werden von uns. Und ja. In der Folge heute Morgen habe ich ja so ein bisschen über die Hopfach-Map philosophiert, die zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, noch nicht released war. Keine Ahnung, die kann ja wohl scheinbar jeden Tag released werden. Die ist ja wohl kurz vorm Release, ich weiß es nicht. Aber egal, ich will da nicht nochmal drüber reden. Sonst guckt euch auch gerne mein Video von heute Morgen an. Könnt ihr dann euren Senf zu abgeben gerne, wie ihr dazu steht. Wie gesagt, ich habe also auch die Map gar nicht schlecht gemacht, ganz im Gegenteil. Ich habe nur mal so ein paar Gedankenspiele gespielt und ja, das hat mich einfach mal interessiert. So, wie viel Milch kann hier eigentlich rein? Auch 300.000? 300.000 maximal, also 20.000 könnte hier noch. Alles gut versorgt. Alles gut versorgt. Da brauchen wir uns keine Gedanken im Moment machen. Wir müssen uns viel mehr Gedanken machen, was wir denn mit der Milch machen. Ist die Milch jetzt hier eigentlich mit drin? Milchverkauf. 1760. Vielleicht so ein... So ein Dingens da, so ein LKW hier bringt mir 176.000 Euro. Ich habe noch bestimmt 4 oder 5 Stück davon. Also fast 1 Million, die ich damit machen würde, wenn ich die jetzt alles verkaufe. So, wir müssen auf jeden Fall unbedingt Papier haben bei der Molkerei. Also ich verkaufe jetzt erstmal noch keine Milch. Ich mache mir nur hier den Tank schon mal voll und ich kümmere mich erstmal ganz normal weiter um meine anderen Produktionen hier. Ja, und den kleinen Milch-LKW kann man sich echt schon fast überlegen, ob man den nicht verkauft. 30.000 Liter? Wisst ja nix. Außerdem schmeißt er, glaube ich, Lokfehler. Ich fahre erstmal hier hin und fülle diesen wieder auf. Und dann gehe ich hier in den IT-Runner. Abfahrer entlassen. Und sehe mal zu, dass ich den hier wieder voll kriege. Zumindest so voll, wie es geht. Und was ich natürlich nicht gemacht habe, ich habe ja überall meine Wasserproduktion sozusagen, meine Wasserversorgung automatisiert, beziehungsweise mache das immer offline. Für wen ich das aber nicht gemacht habe, ist hier für die Schafe. Fällt mir so gerade auf. Kursaufzeichnung beginnen. Ich mache hier schon mal leer. Wenn da nicht viel reinpasst. Also hier in das Fass meine ich. Aber ich fahre jetzt hier raus.
Straße weiter. Hier rum. Schön fein säuberlich. Und dann hier den Kurs zu beenden. Und zu sagen, Wasser W. Oh. Ei. So. Flüssigkeitstransport. Aber einstellen. Wieso fährt der nicht? Ach. Ja. Asche auf mein Haupt. So. Kursaufzeichnung beginnen. Stimmt ja. Ich muss ja für Flüssigkeitstransporte muss ich ja Wartepunkte setzen. Stimmt ja. Vergessen. So. Ach nein. Wartepunkt und dann geht's weiter hier. Hier draußen. Okay. So, muss ich erstmal eben kurz hier den da löschen, den hier speichern, Wasser, Weber, einstellen, ja mal gucken, ob das Ding geht. Das hat geklappt. Ich habe 280.000 Liter Hackschnitzel weggebracht. Das ist ja cool. So, warum fährt er nicht los? Auffüllen bis 100%. Sofort abfahren. Was habe ich hier falsch gemacht? Leute? Welche Einstellungen stimmen nicht? Warum fährt er nicht? Könnt ihr mir das sagen? Warum der nicht fährt? Bin ich zu doof dafür? Wahrscheinlich.
meine, der steht hier. Ja, weiß ich nicht, warum er nicht fährt. Wird beladen. Ja, hat er doch. Noch zu 100%. Ich weiß es nicht, warum es nicht geht. Ich habe keine Ahnung. Bin da zu doof für. Wahrscheinlich. Wie voll ist er denn jetzt hier? Ganz voll. Okay. Na dann. Können wir ihn ja auch nochmal fahren lassen. Oh, er wird dann auch nochmal. Zumindest der erste wird voll. Ja, zwar weit weg. Trotzdem. Nee, macht gar keinen Sinn mit dem. Soll noch einen bei Lidl stehen. Den nehmen wir uns da. Der fährt für uns. Jetzt brauchen wir nämlich Papier und Karton. Ach, wie schön der Raps am Blühen ist. Ja, keine Angst, zum Ernten kommen wir jetzt die Tage nicht und wahrscheinlich die ganze Woche auch nicht. Da haben wir gar keine Zeit zu. Wir werden jetzt uns erstmal um die Produktionen kümmern, dass das alles mal ans Laufen kommt, dass wir da ein bisschen was haben. So. Upsi. Kann ich da nur sagen, hab hier ja gar nichts mehr. Aber hier. Oh, aufladen bitte. Ich weiß gar nicht, wo ich denn überall noch Papier brauche. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ach, bei der Druckerei brauche ich natürlich Papier. Das ist natürlich klar. So, erstmal fahren wir aber zur Molkerei, obwohl die Druckerei natürlich viel näher dran ist. Stehen noch Paletten. Doch noch nicht alles leer geräumt? Dachte ich, hätte alles leer geräumt. Naja, egal. Leute,
Ne, ihr wisst das, ihr kennt das Spiel mit dem Kommentar, dem Like und dem Abo. Ja, vielleicht habt ihr auch eine Idee, warum mein komischer Unimog da nicht mehr im Cosplay fährt. Vielleicht fällt euch da was zu ein, was ich da... Ist bestimmt irgendwie eine dämliche Einstellung, also von mir dämlich gesetzte Einstellung. Muss mal eben gucken. Wieso haben wir denn da nichts mehr? Fehlt da was? Bei der Produktion hier, beim Schlachthof. Kartonpaletten. Ja, fehlen wahrscheinlich einfach nur Tiere. Also ja, es fehlt was. Es fehlen Tiere. Ja, können wir auch noch die Tage machen. Nämlich gleich schön die Molkerei weiterarbeiten. Katsching, katsching. Ich bin so doof. Ich hätte ja auch die andere Strecke fahren können. Hab mich verfahren. Tralali und tralala. Nein, keine Angst, ich sing nicht, weil ich weiß, dass ich nicht singe. Unterscheidet mich zum Beispiel von vielen Teilnehmern bei DSDS. Die wissen nämlich nicht, dass sie nicht singen können. Nein, sicherlich auch einige, die echt gut singen können. Gar keine Frage. Aua! Mein Pedal ist verrutscht! Boah, da passt ja noch mehr rein. Dann bringen wir da auch noch mehr rein, würde ich sagen. Ja. Aber nicht viel mehr. Würde ich mal so sagen. Ich möchte jetzt einmal was ausprobieren. Und zwar würde ich jetzt gerne mal ausprobieren, ob ich denn... Jawohl! Haben wir die gebackte Palette da rausgekriegt. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. So, wo brauchen wir denn jetzt noch Papier? Ich habe es vergessen. Oben beim Haferflocken, ne? Ja, da fahren wir dann aber demnächst mal hin. Heute nicht mehr. Jo, ich habe ja, glaube ich, schon alles gesagt. Und in diesem Sinn sage ich dann jetzt auch nämlich genau mal Ciao!